Hallo, ich bin Sebastian Stern. Ich bin Autor und Regisseur und arbeite auch hier in der Abteilung 3 Kino und Fernsehfilm. Meine Aufnahmeprüfung an der HFF ist jetzt 16 Jahre oder länger her und trotzdem verfolgt sie mich hin und wieder noch in meinen Träumen. Und es gibt da einen Traum, den ich noch sehr gut im Kopf habe. Da war ich in Südfrankreich bei einem Freund in Urlaub. Und wir haben mit dem Vater des Freundes den ganzen Tag im Garten gearbeitet und haben Unkraut gejätet und Rasen gemäht und Hecken zugeschnitten und alles Mögliche. Und in dieser Nacht habe ich dann geträumt, dass ich nochmal an der HFF im Bewerbungsgespräch sitze. Das war noch in der alten HFF in Giesing. Und der Prüfer war nicht Professor Gruber, sondern seltsamerweise David Hasselhoff. Und ich sitze also da in diesem Bewerbungsgespräch und sitze Professor Hasselhoff gegenüber und bin wahnsinnig aufgeregt. Und auf einmal greift Herr Hasselhoff unter den Tisch und holt so verschiedene Gräser und Kräuter und Pflanzenzweige raus und legt die auf den Tisch. Und ich muss die lateinischen Namen dieser Pflanzen sagen. Und habe natürlich überhaupt keine Ahnung, weil darauf war ich nicht vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, so Herr Professor Hasselhoff, Sie wissen schon, ich habe mich hier für Regie beworben. Und dann sagt er so ungerührt, ja, aber für Naturfilm. Und dann bin ich aufgewacht. Und ich weiß nicht, was dieser Traum mir sagen will, aber ich mache immer noch Filme und manchmal kommt auch die Natur drin vor. Und dafür bin ich der HFF sehr dankbar und gratuliere ganz herzlich zum Geburtstag.